Herzlich willkommen bei Venari, eurem Ausrüster für Nachtsichttechnik aus Oldenburg. In vielen Bundesländern ist mittlerweile die Nutzung von Nachtsichtvorsatzgeräten für die Bejagung von Schwarzwild bei Nacht erlaubt. Diese Vorsatzgeräte werden mittels Adapter an eine Tageslichtoptik montiert. Wir haben uns nun die Frage gestellt, wie wiederholgenau und präzise sind denn eigentlich diese Adapter? Dazu haben uns drei Testkandidaten vorgenommen. Das ist einmal der Rusan-Adapter, der Smartclip-Adapter und der neue Venari Duo-Verbinder. Viel Spaß bei unserem kleinen Test. Wir sind auf die Schießbahn gefahren und haben zunächst eine Schussgruppe ohne montierten Vorsatzgerät geschossen, um die Treffpunktlage der Testwaffe zu ermitteln. Anschließend haben wir das Wärmebild-Vorsatzgerät von Infiray, das CL42, mittels Rusan-Adapter vor das Zielfernrohr montiert und auch dieses eingeschossen. Nachdem wir die Treffpunktlage des CL42 2 cm nach rechts und 6 cm nach unten korrigiert haben, konnten wir mit dem Test starten. Der erste Treffer lag ein wenig hoch, die beiden Folgetreffer jedoch lagen gut beieinander. Insgesamt liegen wir mit diesem Trefferbild in einem jagdlich vertretbaren Bereich. Nach Auf- und Absetzen des Rusan-Adapters hat sich die Schussgruppe leicht geöffnet, bleibt aber immer noch im akzeptablen Bereich. Diese Schussgruppe mit dem Smartclip-Adapter lassen wir einfach mal für sich selber sprechen. Der Smartclip-Adapter kann die Schussgruppe nahezu halten. Ein sehr gutes Ergebnis. Der Streukreis der ersten Schussgruppe mit dem Duo-Verbinder liegt bei ca. 3 cm. Beim dritten Schuss ist der Schütze schlecht abgekommen. Wir haben uns daher entschieden, einen weiteren Schuss anzutragen. Der Venari Duo Adapter zeigt sich wiederholgenau und hält einen Streukreis von 3 cm. Unsere drei Testkandidaten haben sich hervorragend geschlagen. Was bemerkenswert ist und was wir so auch nicht erwartet haben, ist, dass das Nachtsichtvorsatzgerät seine Treffpunktlage beibehalten hat, obwohl wir die Adapter zwischendurch gewechselt haben. Also beim Wechsel des Adapters kein neues Justieren des Nachtsichtvorsatzgerätes. Da hat das CL42 einen wirklich sehr, sehr guten Job gemacht. Wie gesagt, alle drei Adapter treffen den Anspruch, wiederholgenau zu sein. Einzig der Komfort ist das Element,
was die drei Kandidaten voneinander unterscheidet. Die herkömmlichen bisherigen Lösungen sind beim Aufsetzen schon etwas schwieriger zu bedienen. Ein leichtes Verdrehen ist möglich, damit steht der Bildschirm schief und es kann zu Treffpunktverlagerungen kommen. Das ist einfach eine Frage des Komforts. Wer es wiederholgenau möchte und komfortabel, der sollte sich mit dem Venari Duo Verbinder auseinandersetzen, denn dieser gewährleistet einmal, wie im Test gezeigt, die Wiederholgenauigkeit und darüber hinaus ein komfortables Auf- und Absetzen. Ich hoffe, unser kleiner Test hat euch gefallen. Kommt gut durch die Corona-Zeit, bleibt gesund und allzeit Waldmannsheil. Euer Venari-Team.